eine Bestätigung für den Beginn der erwarteten Großoffensive in der Ukraine, die gibt es noch immer nicht. Präsident Zelensky bestätigt bislang allerdings Kampfhandlungen. Entlang der Front gäbe es intensive Kämpfe, sagte er gestern bei einer Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Und dieser hat dann bei seinem Besuch in Kiew auch noch einmal weitere Militärhilfen aus seinem Land zugesagt. Es wird gekämpft in der Ukraine. Hier bei Bachmut rücken ukrainische Streitkräfte vor, liefern sich Gefechte mit der russischen Armee. Große Gebietsgewinne werden aber nicht gemeldet. Und auch die von Putin behauptete Großoffensive entlang der Front will Präsident Zelensky während seines Treffens mit Kanadas Premierminister Trudeau nicht bestätigen. Interessant, dass Putin dies über unsere Gegenoffensive gesagt hat. Es ist wichtig, dass Russland das Gefühl hat, dass die es nicht lange andauern wird, wie ich denke. Dementsprechend finden in der Ukraine Gegenoffensiven und Defensivaktionen statt. In welchem Stadium, will ich nicht sagen. Ich stehe jeden Tag in Kontakt mit unseren Kommandanten. Alle sind positiv. Geben Sie das an Putin weiter. Die russische Seite hat jetzt 3 Tage alte Aufnahmen veröffentlicht, die auch die Zerstörung von westlicher Seite gelieferter neuer Panzer während des Vorrückens der ukrainischen Armee zeigen sollen. In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte weiterhin erfolglos versucht, offensive Operationen durchzuführen. Alle feindlichen Angriffe wurden erfolgreich zurückgeschlagen. Die heftigsten Gefechte gibt es zurzeit in der Region südlich von Saporischschja sowie in den Gebieten um Bachmut und Donetsk. Der Westen stellt sich weiter mit Waffenlieferungen an die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg, aber auch mit humanitärer Hilfe. Allein Kanada hat dafür knapp 40 Millionen Dollar zugesagt. Wir alle haben die Verwüstungen nach dem Zusammenbruch des Staudamms gesehen. Dies war eine direkte Folge des russischen Krieges und ist für abertausende Menschen verheerend. In den Überflutungsgebieten sind die Pegel zwar leicht gesunken, trotzdem ist die Not allgegenwärtig. Vor allem in den russisch kontrollierten Gebieten bekommen die Betroffenen kaum Hilfe. Laut den Vereinten Nationen brauchen rund 700.000 Menschen in der Region dringend sauberes Trinkwasser. Und damit der Blick jetzt nach Saporischschja zu Tatjana Ohm für uns vor Ort. Tatjana, wir haben gerade schon auf die Überflutungsregion geblickt. Die Pegelstände, sie gehen zurück. Das bedeutet aber auch, dass man jetzt langsam überhaupt erst die massiven Schäden dort erkennen kann. Hat man da schon erste Angaben auch über Zahlen, den wirtschaftlichen Schaden in der Region? Ja, so ein bisschen. So langsam bekommt man einen Eindruck, so langsam bekommt man auch erste Informationen, unter anderem vom Minister hier für Landwirtschaft, der im Prinzip gesagt hat, die Ernte in diesem Jahr in der Region Cherson, und da werden eben vor allen Dingen Wassermelonen angebaut, Riesenwirtschaftsfaktor dort, und auch Tomaten, die ist im Prinzip hinüber, und zwar aus mehreren Gründen. Das eine sind eben die überfluteten Gebiete, das andere ist aber auch, dass die Bewässerungsanlagen, die gebraucht werden, eben nicht versorgt werden mit Wasser im Moment, und er fürchtet sozusagen auch, dass das dazu führen könnte, dass eben im nächsten Jahr auch die Ernte ausfallen oder deutlich kleiner sein könnte als in diesem Jahr, einfach weil das ganze Gelände dann sich sozusagen wie in so einer Art Wüste, in Wüstensand verwandeln könnte. Die Sommer hier sind eben zum Teil auch wirklich sehr, sehr heiß, und das gilt eben nicht nur für die Region Cherson, sondern auch hier, wo wir sind, Saporischschja, und auch die Region in Dnipro. Dort in der Landwirtschaft wird es massive Einbußen geben, eben aufgrund der Überflutungen aus den gerade von mir genannten Gründen, und das ist natürlich für die Menschen eine riesengroße Katastrophe, die eben davon leben. Es kommen hier jetzt so peu à peu die ersten Videoaufnahmen auch rein von zerstörten Feldern, wo Wassermelonen zum Beispiel angebaut werden. Und ein zweiter Faktor, der hinzukommt, nicht so sehr ein wirtschaftlicher eben, aber nach wie vor eine große Gefahr für die Menschen. Das ist von der Sprecherin des sogenannten Südkommandos heute Morgen auch noch einmal sehr deutlich gemacht worden. Aufgeschwemmt wurden jetzt natürlich auch unfassbar viele Minen unterschiedlichster Art, die inmitten all des Drecks und Gerölls, was da mit dem Wasser weggeschwemmt wird, in Richtung Schwarzes Meer eben auch unterwegs sind. Und auch das birgt natürlich eine große Gefahr für Mensch, aber wie auch Tier. Ja, das zeigt wieder, dass das Ganze natürlich noch mal ein Kriegsgebiet ist, Frontgebiet. Lass uns auch gerne einmal auf das Frontgeschehen blicken. Wir sehen immer mehr Bewegung, die Offensive der Ukraine. Aber Zelensky ist weiterhin zurückhaltend, wenn er das Ganze benennen soll. Warum?
Naja, ich könnte mir vorstellen, das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite versucht er natürlich, dem eigenen Volk, der Bevölkerung hier klarzumachen, wir sind weiter da dran, das, was wir versprochen haben, nämlich alle besetzten Territorien zurückzuerobern und von den Russen zu befreien. Das braucht man auch, um die Moral hochzuhalten. Auf der anderen Seite will man natürlich keine, ich sage mal, wirklich wichtigen Informationen auch an die russische Seite preisgeben. Vieles von dem, was hier passiert, muss natürlich auch geheim bleiben. Für uns Journalisten extrem schwierig. Wir wollen mehr wissen, als man uns im Moment sagt. Wir kommen auch in bestimmte Gebiete, zum Beispiel hier südlich und vor allen Dingen südöstlich von Saporischschja, gar nicht mehr rein. Die Checkpoints sind aufgebaut. Journalisten werden zurückgehalten, einfach weil dort im Moment auch massive Kämpfe im Gange sind. Es gibt Angaben darüber von, ich nenne es mal, sogenannten offenen Quellen, die sich eben mit Sicherheit, mit Militärstrategie befassen, Blogger und Analysten, die halt sagen, der ukrainischen Seite ist es in einigen Bereichen im Prinzip zwischen hier und der Region Donetsk auch gelungen, in einigen Kilometern vorzurücken, einiges zurückzuerobern an Land. Wir hören auch hier, obwohl wir in Saporischschja in der Stadt sind, aber wir hören hier die Artillerie aus der Distanz auch im Prinzip den ganzen Vormittag, den ganzen Morgen schon über. Nicht nah, aber man kann es deutlich hören, dass da eben Sachen passieren, dass dort gekämpft wird. Wir selber können im Moment aber nicht bestätigen, dass das, was eben die von mir gerade genannten offenen Quellen sagen, nämlich dass bestimmte Ortschaften befreit wurden, dass es ein Vorrücken gegeben hat. Wenn wir in Richtung Bachmut schauen, da hatten wir heute Vormittag Gelegenheit, den Sprecher des Ostkommandos zu kontaktieren. Und der hat uns gesagt, man hat dort von ukrainischer Seite beobachtet oder will man beobachtet haben in Bachmut selber, dass es eine Rotation an Truppen gegeben hat, die Wagner-Kämpfer sozusagen im großen Teil abgezogen. Mittlerweile sind ersetzt worden durch Infanterie und die Ukrainer behaupten, sie hätten es geschafft, in den vergangenen Tagen immer weiter ein bisschen näher wieder zurück an die Stadt zu rücken. Tatjana, danke schön für diesen Überblick aus der Ukraine. Danke dir. Und damit blicken wir auf diese Offensive noch mal im Detail. Bei mir Generalleutnant AD Roland Carter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Was wir gerade an Bewegung sehen, ob das die Vorbereitung der Großoffensive ist oder ob es eigentlich schon dieser lang geplante Gegenschlag ist. Wie schätzen Sie das ein, was wir gerade beobachten? Ich denke mal, das ist so ein bisschen eine Frage der Definition. Ich gehe davon aus, dass diese Offensive, wenn man den Gesamtbegriff nimmt, bereits seit mehreren Tagen läuft. So wie ich mehrfach betont habe, es hat nicht begonnen mit einem Trompetensignal auf zum Angriff, sondern es hat sich über mehrere Tage langsam entwickelt. Und wir sind heute in einer Phase zunehmender Intensität. Man könnte auch die verschiedenen Gefechtsfelder unterschiedlich bewerten. Also der Hauptstoß, wie erwartet, Richtung Saporischschja, Melitopol mit dem Ziel Asowsches Meer, um vor allen Dingen die Kommunikationslinien zwischen dem russischen Festland und der Krim zu unterbrechen. Das wäre ein ganz wesentlicher Erfolg für den weiteren Fortschritt. Erwartungsgemäß dort aber auch harte Widerstände durch die Russen, die natürlich auch die Zeit gehabt haben, sich dort massiv zur Verteidigung in mehreren Verteidigungslinien unter Zuhilfenahme aller technischen Hilfsmittel, aber auch dieser vielen verschiedensartigen Minen zu bedienen. Auf der anderen Seite Bachmut, so wie Frau Ohm das eben dargestellt hat, Wagner ist offensichtlich weg. Die Lücke sollte durch reguläre russische Streitkräfte gefüllt werden. Genau diesen Wechsel haben die ukrainischen Streitkräfte durch vorzügliche Aufklärung genutzt, sind dort reingerückt und haben jetzt beiderseits Bachmut, muss man sagen, Erfolge erzielt, soweit wir das auch von hier beurteilen können. Die Lage jetzt in einem so hochflexiblen, dynamischen Gefecht ist natürlich, so wie der Name schon sagt, so, dass man darüber nicht permanent berichten kann. A, aus Geheimhaltungsgründen, B, aber vor allen Dingen auch aus Sicherheitsgründen. Und insofern werden wir in den nächsten Tagen zunehmend weniger belastbare Informationen bekommen. Man kann nur sagen, die Erfahrung spricht dafür, dass wir dort in dem Bereich Donbass so eine Art Nebenstoß haben. Man könnte auch sagen, wir sind dort in einer Phase, wir nennen es Aufklärung durch Kampf. Das heißt, man will durch starke Aufklärungskräfte in Angriffsform erkunden, wo sind die Lücken, wo können wir reinstoßen, wo können wir Erfolge erzielen. Diese Offensive wurde länger vorbereitet. Sie haben es schon gesagt, beide Seiten hatten dementsprechend Zeit, sich neu zu sortieren, auch neu auszustatten vielleicht. Wie lange wird dieser direkte Kampf dann dieses Mal anhalten? Kann man einschätzen, wie lange diese Phase überhaupt gehalten werden kann von beiden Seiten?
Das ist wahnsinnig schwer. Das sind so viele Faktoren. Zunächst einmal stellt sich die Frage, und wir können es alle nur hoffen, dass die Ukraine, und ich gehe davon aus, so perfekt vorbereitet ist, dass sie Erfolge erzielen wird. Dazu hat sie ja auch, wenn wir das so richtig verstanden haben, zwei völlig unterschiedliche Bereiche gebildet. Das eine sind die sogenannten Angriffsbrigaden mit westlichem Material. Die sehen wir offensichtlich im Bereich Saporischschja. Aber sie haben auch weitere Angriffsbrigaden richtigerweise getrennt mit ehemaligem sowjetischem Material, das sich natürlich deutlich unterscheidet und das auch, ich sag mal, verschiedene Anforderungen erfüllen muss. Eines der Schlüsselworte ist Munition. Gibt es genug Munition? Ich hoffe, dass es relativ schnell geht. Kanada hat versprochen, 155 mm, also Artillerie-Munition zu liefern. Ich glaube, das ist zurzeit eine der, der wichtigsten Munitionsarten, die gebraucht wird. Eine zeitliche Prognose, wie lange diese Phase dauern wird, ist wahnsinnig schwer. Tage, Wochen. Aber alleine die Tatsache, dass natürlich hier zwei mehr oder weniger zunächst einmal gleich starke Gegner aufeinandertreffen, macht die Sache wahnsinnig schwierig. Und wie ich auch mehrfach sagte, ich rechne gerade in der Angriffsachse Saporischschja mit einem hohen Blutzoll. Wir haben jetzt unter anderem schon Berichte und auch Bilder gesehen von westlichen Panzern, vor allem Leos, die aus deutscher Bauart kommen, die nun eingesetzt werden. Gibt es jetzt, denken Sie, die nächsten Geräte, die Zelensky, die Kiew anfordern wird, weil sie in dieser Phase wichtig sind, die die Ukraine noch nicht bekommen hat? Wenn Sie Flugzeuge meinen, das wird dauern. Ich denke mal, wir werden uns zunächst konzentrieren müssen auf Waffen im Bodenkampf. Also ich denke mal, und ich hoffe, das gehe ich aber auch von aus, dass die Logistikkette steht, dass also die Panzer, die nun getroffen sind, die zerschossen sind, soweit sie noch wieder instandsetzbar sind, möglichst rasch durch die Instandsetzungsbereiche laufen. Wir haben davon ja drei in Rumänien, in der Slowakei und in Polen. Und ich hoffe, dass das möglichst schnell geht, dass die ersetzt werden. Wir werden auch eine Umlaufreserve, wir nennen es eine Umlaufreserve, das heißt, es stehen irgendwo in einem Depot, stehen Ersatzfahrzeuge für alle die, die nicht mehr instand gesetzt werden können, weil sie eben einen Totalverlust sind, die werden ersetzt. Das wird jetzt alles anlaufen müssen, da wird man sehen, wie schnell geht das, da wird man auch sehen, wie sind die Russen auf dieses Unternehmen vorbereitet. Das heißt, wollen sie und können sie auch im Hinterland diesen Nachschub bekämpfen? Ich hoffe mal nicht. Ich gehe davon aus, dass jetzt zunehmend die Intensität greift und dass dann auch belastbare Erfolge erzielt werden. Denn im Augenblick reden wir von 1,5 Kilometern, wir reden von 2-3 Kilometern und das sind schon erstmal taktische Fortschritte. Aber wenn man bedenkt, was da zurückerobert werden muss und soll, dann wird das dauern. Generalleutnant AD Carter, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung zum aktuellen Geschehen an der Front. Dankeschön. Gerne. Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte bei der Innenministerkonferenz kommende Woche ein bundesweites Messerverbot in Zügen und im gesamten öffentlichen Nahverkehr vorschlagen. Faeser wolle durch das Verbot schlimmere Gewalttaten in Zügen und Bussen verhindern und Verstöße strenger ahnden. Kontrolliert werden soll das Ganze dann von der Bundespolizei und den Landespolizisten. Dafür müssten sie vor allem die stichpunktartigen Kontrollen an den Bahnhöfen erhöhen. Die Deutsche Gewerkschaft der Polizei hält ein solches Verbot allerdings für kaum kontrollierbar. Das gesamte Bundeskabinett soll eine Inflationsprämie in Höhe von 3.000 Euro erhalten, steuerfrei. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung gelte das für Bundeskanzler Olaf Scholz und seine 16 Minister zur Abminderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise. Der Gesetzentwurf aus dem Innenministerium will damit die Vereinbarung aus dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 1:1 übernehmen. Der Bund der Steuerzahler kritisiert das Vorhaben und fordert die Regierung zum Verzicht auf. Nach wie vor sorgt die Einigung über die neuen Asylregeln auf EU-Ebene für heftige Diskussionen. Bundesinnenministerin Faeser geht davon aus, dass die Flüchtlingszahlen in Deutschland durch diesen Kompromiss zurückgehen werden. Aber wegen der strengen Regeln ist die grüne Basis sauer auf ihre Parteispitze. Kanzler Scholz, der hat es auf dem Evangelischen Kirchentag ebenfalls wirklich nicht ganz leicht, die Asylentscheidung zu verteidigen.
Olaf, tu doch endlich was. Mit diesen Worten wird der Kanzler beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg begrüßt. Er soll die Schöpfung besser schützen, appelliert das kleine Begrüßungskomitee. In der Halle gibt es Vorwürfe, dass Deutschlands Ja zu schärferen Asylregeln an Humanität missen lasse. Der Kanzler verteidigt die geplante Asylreform. Aus meiner Sicht ist diese Solidarität unter den Staaten die gemeinsame Verantwortung, ein faireres Asylsystem als das heutige. Der Kanzler erntet laute, teils erregte Widerworte aus dem Publikum, auch als es ums Klima geht. Bei den Grünen ist der Chor des Widerspruchs gegen die Asylpolitik der Ampel noch viel stimmiger. Selbst die Parteispitze ist gespalten. Realpolitiker wie Robert Habeck sind dafür, Parteilinke dagegen. Jetzt muss man in der Gesamtschau sagen, es wurden Verbesserungen erreicht, wie zum Beispiel die Ausnahme für unbegleitete Minderjährige. Aber an zentralen Punkten wie bei den Kindern oder einer verpflichtenden Verteilung wurde eben auch das nicht erreicht. Deshalb bin ich persönlich der Meinung, Deutschland hätte hier nicht zustimmen sollen. In einer Woche trifft sich die Partei zu ihrem kleinen Parteitag. Dort könnte es zwischen Basis und Führung zum offenen Streit kommen. Der Asylkompromiss ist aber Zündstoff für die gesamte Ampel. Auch in allen Bereichen der SPD ist es ja nicht so, als ob der Kompromiss, auf den sich Faeser in der Europäischen Union einlassen musste, auf Zustimmung stieße. Bei einer Schiffstaufe unterlief der SPD-Innenministerin jetzt ein Missgeschick. Es gab einen Fehlversuch. Wer abergläubisch ist, weiß, das bedeutet Unglück. Kein gutes Omen, fragt sich nur noch, für wen oder was. Heute gibt es gute Nachrichten aus dem brandenburgischen Jüterbog. Laut der Feuerwehr vor Ort sind die Brände in dem Gebiet jetzt weitestgehend gelöscht. In den letzten Tagen wurde das Feuer auf dem munitionsbelasteten ehemaligen Truppenübungsplatz vor allem mit Hubschraubern der Bundespolizei und der Bundeswehr bekämpft. Offenbar jetzt mit Erfolg. Starker Wind hatte die Flammen in den vergangenen Tagen immer wieder angefacht. 718 Hektar Fläche waren betroffen. Wir blicken nach Kolumbien, denn dort hat man aktuell ein Wunder erlebt, auf das die Welt fast 6 Wochen lang gehofft hatte. Nach intensiver Suche sind im Regenwald 4 vermisste Kinder lebend gefunden worden. Und die Geschwister, sie überlebten davor sogar einen Flugzeugabsturz und dann 40 Tage im dichten Dschungel. Das jüngste von ihnen wurde in dieser Zeit 1 Jahr alt. Peter Hahnches mit der unglaublichen Geschichte. Mit großen Augen blickt eines der geretteten Kinder auf das Begrüßungskommando am Flughafen von Bogota. Alle 4 Geschwister werden direkt in ein Krankenhaus gebracht. Nur wenige Stunden zuvor hatte sie ein Suchtrupp im Dschungel entdeckt, nachdem sie 40 Tage quer durch die Wildnis geirrt waren. Die 3 Mädchen und ein Junge im Alter von 13, 9, 4 und knapp 1 Jahr sollen bis auf ein paar Insektenbisse und eine leichte Unterernährung wohlauf sein. Als wir sie trafen, waren ihre Gesichter und Augen voller Hoffnung und voller Leben. Ihre Augen leuchteten, sie waren glücklich und fröhlich. Kaum zu glauben, waren sie doch am 1. Mai mit einem kleinen Flugzeug über dem kolumbianischen Regenwald im Süden des Landes abgestürzt. Dabei kamen ihre Mutter, der Pilot und ein einheimischer Stammeshäuptling ums Leben. Völlig auf sich allein gestellt, nahmen die Kleinen Überlebenspakete mit Keksen und Wasser aus dem Flugzeug mit, sammelten unterwegs essbare Früchte, die sie als indigene Regenwaldbewohner schon von klein auf kannten. Auf der Suche nach den Vermissten fanden die Rettungstrupps immer wieder Fußspuren und Gegenstände wie Schuhe, Windeln und Haargummis oder selbstgebaute Regendächer. Konnten so für die Operation Hoffnung genannte Aktion den Weg der Kleinen durch den Dschungel rekonstruieren und sie schließlich finden. Aufatmen bei den Großeltern. Ich habe den Schmerz über den Tod meiner Tochter überwunden. Ich möchte, dass meine Enkelkinder zu mir ziehen und sie endlich in meine Arme schließen. In die große Freude mischt sich aber auch noch eine Sorge. Suchhund Wilson, der eine große Rolle beim Aufspüren der Kinder spielte, ist seit der Rettung spurlos verschwunden. Nun wird er selbst im Dschungel, aber auch übers Internet gesucht. 30 Grad im Schatten hat es in London. So manch einem mag das freuen, aber es ist kein gutes Wetter für eine Parade mit dicker Bärenfellmütze und Wolljacke. Aber natürlich möchte sich vor den Augen von Prinz William, dem Thronfolger, auch niemand die Blöße geben. Der Posaunist versuchte noch einmal, sich aufzurappeln, aber der Körper hat am Ende doch gesiegt. Zumindest die Trage lehnte der tapfere Soldat allerdings ab. Die kam einige Minuten später dann trotzdem zum Einsatz. 2 weitere Soldaten kollabierten auf dem Paradeplatz, wo insgesamt 1400 Soldaten und 200 Pferde sich präsentierten. Und wir bleiben bei den Briten, denn Manchester City hat erstmals die Champions League gewonnen und holt damit den 3. Titel in dieser Saison.
Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Trainer Pep Guardiola setzte sich im Finale am Abend in Istanbul mit 1:0 gegen Inter Mailand durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte der Spanier Rodri in der 68. Minute. Und damit machte die Mannschaft um den früheren BVB-Stürmer Erling Haaland auch das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions League-Triumph perfekt. Das war in England zuletzt Manchester United 1999 gelungen. City tat sich in einem umkämpften Endspiel gegen die defensivstarken Italiener lange schwer. Den Fans in Manchester war das am Ende alles egal. Es gab natürlich kein Halten mehr und die Party, die geht sicherlich jetzt die Tage auch noch weiter.